Moin ihr Landratten und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kasi on Tour. Ja, ich glaube, die Begrüßung wird sich auch nicht mehr ändern, hat sich irgendwie eingeprägt auf dem Kanal. Und ich nutze jetzt dieses Video, das wird nämlich mein 500 Abonnenten Spezial, obwohl der Titel ja ein bisschen was anderes vermuten lässt. Den Hintergrund dazu erzähle ich euch aber gleich. Also dranbleiben und viel Spaß bei dem Video. Ja, zum Thema Mobbing, das ist ja gar nicht ganz so ernst gemeint, wie das jetzt vielleicht rübergekommen war. Ich muss mal ein bisschen ausholen. Also, als ich den Kanal gegründet habe, habe ich ja gesagt, ich habe eigentlich überhaupt keine Erwartungshaltung an diesen Kanal. Ich mache das just for fun, ein bisschen für Family, ein bisschen für Friends, dass die sehen, was ich so mache und so. Und ja, wie gesagt, der Kanal ist jetzt ein Dreivierteljahr alt, ist unheimlich gewachsen. Und ich habe durch diesen Kanal eine Menge neue Leute kennengelernt. Und ihr wisst es ja mittlerweile auch, dass wir ja teilweise auch Gruppentouren fahren in Hamburg. Und insbesondere deswegen hat sich der Kanal schon gelohnt. Ich habe, wie gesagt, mittlerweile so viele Leute dadurch kennengelernt. Natürlich auch die unterschiedlichsten Charaktere dabei. Und mit dem einen versteht man sich besser, mit dem anderen vielleicht nicht so gut. Was heißt nicht so gut, ist vielleicht gar nicht die richtige Wortwahl, sondern man muss es eher so sehen, dass sich über den Kanal mit dem einen oder anderen eher Freundschaften entwickelt haben. Möchte ich das mal so formulieren. Und mit anderen aus der Gruppe, da ist es halt cool, wenn du dich mal triffst und wenn du da mit denen unterwegs bist. Aber es gibt eben auch eine Menge Leute, mit denen ich eine Bindung habe. Ja, warum jetzt dieses Mobbing? Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Und zwar, ich hatte vor, ich glaube, 2 Wochen, hatte ich ein Foto bei uns in einer WhatsApp-Gruppe gepostet. So, und schönes Foto, was ich hatte eine kleine Tour gemacht. So, und dann schrieb einer auf einmal aus der Gruppe, ich blende euch das Foto jetzt auch mal ein. Genau, der Kiki ist das aufgefallen in unserer Gruppe. Frauen achten ja auf sowas, ne? Details und so, weißt du? Und auf jeden Fall schrieb sie dann auf einmal in die Gruppe, du, irgendwie fehlt da ein A auf der Honda. Und wie gesagt, beim Posten des Bildes war mir das gar nicht aufgefallen. Und dann war das natürlich so, dass ich dann in der WhatsApp-Gruppe erstmal leiden musste, ne? Ja, und ich muss dazu sagen, dass Nobby, mit dem ich mich wirklich blendend verstehe, ich bin so gerne mit Nobby unterwegs, das ist so ein Funskerl. Die Jungs hier, die mobben mich schon wieder, ne? Ich find's echt zum Kotzen, ey, ehrlich. Ne, du hier! Ne, machst mich die ganze Zeit fertig, machst mich die ganze Zeit runter. Ne? Ist doch scheiße. Kerl. Also, dass wir uns auch getroffen haben und gefunden haben in der Honda Forza Gruppe, das ist einfach ja so unbeschreiblich für mich, weil das hat für mich so einen Mehrwert. Diese, ich sag jetzt mal wirklich, diese beginnende Freundschaft, die wir haben. Und Nobby ist so ein Typ, er kann sich ja über jeden Scheiß bepissen. Ne? So, und als er dann festgestellt hat, dass mir das A da fehlte, als er das so ein bisschen mitbekommen hatte, da haben Nobby und ich natürlich auch privat nochmal so ein bisschen über WhatsApp geschrieben. Und er konnte sich gar nicht mehr einkriegen. Ne? Und das blende ich euch jetzt mal eben einmal hier ein, dass ihr mal hört, wie der da abgegangen ist. Wie geil ist das denn, Kasi? Na, fehlt. Das sehe ich jetzt erst. Das sieht ja richtig scheiße aus. So, mal noch mit dem Edding. Mit dem Edding nach. Nee, das habe ich denn nicht geklaut. Aber ich kann mich wieder kürzlich amüsieren. Und. Neue Marke. Oh Mann. Bei dir fällt auch alles ab. Ja, nachdem mich natürlich jetzt alle darauf hingewiesen haben, dass das dass mein A weg war,
habe ich dann natürlich erstmal hier vorne das entfernt. Genau. Ich muss dazu aber sagen, dass ich auch nicht ganz so viel Glück habe mit Teilen von AliExpress, ne? Also das war ja so ein Resteaufkleber. Deswegen, ne, habe ich dann aus dem restlichen Buchstaben halt dieses Honda ja, zusammengebrutzelt und da vorne ran gemacht. Aber es sind ja noch mehrere Sachen passiert. Und zwar, ich muss euch das einmal zeigen. Ich hatte mir ja, dafür mache ich jetzt mal den Seitenständer runter. Und zwar hier habe ich ja auch dieses goldene Ding dran, damit du den Ständer halt besser runterklappen kannst. Und hier hatte ich mir diese verbreiterte Fußplatte gekauft. Die habe ich jetzt schon zweimal verloren. Ja, das erste Mal, dass ich die verloren hatte, das war ja unten am Hafen gewesen. Ihr wisst ja, ich bin ja viel da unten auf der Ägäis unterwegs und teilweise ist es so, dass im Hafengebiet da unten immer dieses scheiß Kopfsteinpflaster ist. So, naja, und immer wenn ich dann irgendwo meine Rolle abstellen wollte, auf einmal war diese Platte weg. Naja, gesagt, getan, habe ich mir die natürlich nochmal bestellt. Was ich beim ersten Mal nicht gemacht habe, beim ersten Mal hatte ich keinen Schraubensicherungslack dazwischen. Na, also habe ich mir gedacht, naja, beim nächsten Mal, wenn die Platte kommt, machst du es besser. Ja, hab dann auch Schraubensicherungslack reingemacht und beziehungsweise dann einen Schraubensicherungslack rangemacht. So. Und naja, hat dann irgendwie auch einen Monat gehalten. Und irgendwann stelle ich meinen Roller zu Hause ab und sehe, dass diese scheiß Platte da schon wieder weg ist. So, also das war schon die zweite Platte, die ich verloren habe. Deswegen fehlt die jetzt auch komplett. Die wird auch nicht nachgekauft. So, jetzt kommt aber der absolute Oberhammer. Dazu nehme ich euch nochmal hier einmal mit runter. Dann hatte ich auch hierfür, ja, also hier für den Hauptständer, hatte ich auch nochmal so ein goldenes Ding. Das habt ihr ja, glaube ich, auch schon mal gesehen bei mir. Ist jetzt auch weg. Seit der Tour nach Lübeck ist das weg. Ich weiß nicht, wahrscheinlich auf der Autobahn verloren oder so. Also Fakt ist, irgendwie fällt mein Roller hier auseinander. Also das ist. Ja, und Nobby, wie gesagt, der kann sich da natürlich königlich drüber amüsieren. Ja, und insofern habe ich auf diesen ganzen Rotz mittlerweile auch keinen Bock mehr. Ne? Also Fakt ist, dass die Sachen ja irgendwie auch nicht gerade billig sind. Dann warte so drauf und ja, ne? Das ist so die kleine Geschichte dazu. Warum? Ja, eigentlich hätte ich ja mal hier meinen Roller auch putzen können. Also ihr kriegt das ja auch mit, wenn wir so Gruppentouren fahren und so. Ne? Wir haben viele coole Leute dabei, mit denen man sich wirklich blendend versteht. Ne? Wir machen unsere Späße und so geht es im Endeffekt dann auch in der WhatsApp-Gruppe. Ne? Wenn dann erstmal einer anfängt oder die Leute einen am Wickel haben, musste mir ja in der Vergangenheit viel anhören. Ich hatte ja mal eine gelbe Jacke, eine komplett gelbe Jacke. Da war ich dann der Kasi vom ADAC und ach was weiß ich nicht alles. Aber ich habe ein dickes Fell. Und wie gesagt, die Jungs, Mädels sind alle cool bei uns in der Gruppe. Und ja, insofern hat sich dafür alleine mein Kanal schon gelohnt. Denn die meisten, ich sage jetzt mal wirklich hinterher dann so 60, 70% sind tatsächlich durch meinen Kanal praktisch zur Honda Forza Gruppe Hamburg dazu gestoßen. Ja, jetzt haben wir die 500 Abonnenten erreicht und ich bin natürlich angespornt, dann im nächsten Jahr auch die 1000 zu knacken. Das werde ich natürlich in diesem Jahr nicht mehr schaffen, da muss man realistisch sein. Und aber ich bin guter Dinge, ich habe noch eine ganze Menge vor. Das Filmen mit der Forza oder auf der Forza macht mir nach wie vor unheimlich viel Spaß. Ich werde also auch weiterhin meine Touren filmen. Hoffe, dass ich euch damit weiterhin gut unterhalten kann, dass ihr weiterhin viel Spaß an meinen Videos habt. Und ja, an dieser Stelle möchte ich mich wirklich nochmal bei allen ganz, ganz herzlich bedanken. Ich habe nicht damit gerechnet, wie gesagt, in diesem Jahr tatsächlich irgendwie auf 500 Abonnenten zu kommen. Ganz dickes Dankeschön an euch, an meine Community und ja. Folgt mir weiterhin und ich würde mich natürlich auch immer freuen, wenn ihr mein Video liked, wenn ihr einen netten Kommentar in die, na, hier, sag mal, da unten, ne, mit reinschreibt und so. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und bleibt mir gesund. Bis dahin, ciao, ciao, euer Kasi.